Ja, hallo. 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 Ja, liebe Freunde, draußen, hier ist eine Mordsstimmung. Heute auch wieder live von der internationalen Funkausstellung, wieder aus dem Philips-Pavillon. Wieder ist die Deutsche Musicbox hier zu Gast. Noch einmal herzlich willkommen auch zu Hause. Wir haben wieder ein tolles Programm zusammengestellt, Steffi, gell? Ja, wir haben ein Riesenprogramm, wir haben tolle Clips ausgewählt, aber das machen wir ja immer, das ist ja nichts Besonderes. Dazu haben wir einiges an Live-Gästen hier zu uns gebeten, zur Musicbox. Und ja, die kommen auch alle und sind auch schon alle da, werden jetzt innerhalb dieser Stunde einer nach dem anderen hier auf die Bühne kommen mit riesig guten Titeln. Und dann haben wir noch, ja gleich, lass mich noch schnell, dann haben wir noch tolle Videospiele ausgesucht, wo uns das Publikum mit Sicherheit hier hilft, das sich mittlerweile in Philips Pavillon eingefunden hat. Aber jetzt muss Markus. Ja, ich bin schon ganz heiß drauf, die erste Live-Gruppe anzusagen. Das sind die Teufelssoldaten, die Devil Soldiers, The End of the Road. Kommt ihr hoch, Jungs? Applaus bitte, meine Damen und Herren.
Mordsstimmung. Devil's Shoulders. Thomas, ich unterhalte mich erstmal ein bisschen mit dir. Viele Leute, zum Beispiel Brian Ferry von Roxy Music, der mit dieser Musik ja eigentlich überhaupt nichts zu tun hat, mit dieser harten, mit dieser Heavy-Metal-Musik, die er auch spielt, hat einmal gesagt, er findet es bemerkenswert, dass sich so eine große Heavy-Metal-Szene hat entwickeln können. Und die Leute haben es nicht gemerkt. Es gibt unheimlich treue Fans, eine Riesengemeinde, aber die Musik ist nicht in den Charts. Wie erklärst du dir das? Ja, das ist ja richtig. Ja. Also die Heavy-Metal-Szene, die gibt es ja nun schon seit Jahren eigentlich. Sicherlich richtig, also in den letzten Jahren ist es ja groß rausgekommen, ne? Und ja, die Sender, die spielen halt die Musik nicht. Ich weiß auch nicht, warum. Ist also auch bei dem Wettbewerb hier in Berlin, der jetzt hier stattgefunden hat. Seit 4 Jahren ist der Wettbewerb und seit 4 Jahren ist keine Heavy-Metal-Gruppe unter den ersten 20, ne? Also viele Gruppen, zum Beispiel wie die amerikanischen Van Halen, die helfen sich so damit aus der Patsche, die werden poppiger. Wäre das für euch auch eine Lösung? Nee, glaube ich nicht, nee. Also du siehst ja, wir haben ja ganz schön geschwitzt eben auf der Bühne und das werden wir auch weiterhin so machen. Ja, ihr habt eine dufte Stimmung. Ich will mal mit einem Gitarristen reden. Wer hat denn das erste Solo gespielt? Das war es, glaube ich, du. Sag mal, wenn du so dich umsiehst in der Heavy-Metal-Szene, da gibt es ja nun viele Spielarten. Es gibt Leute wie Michael Schenker, die auch ein bisschen atonaler spielen. Und es gibt halt diesen Eddie Van Halen-Stil, diesen typischen, auch mit diesen flinken Fingern. Wie nennt man das, dieses, wenn man das so perlen lässt, die Töne? Kannst du das auch? Ja, das hört man, naja, das hört man jetzt nicht. Welcher Gitarrist ist dein Favorit? Ja, also sag ich mal auch so Eddie Van Halen und Gary Moore, aber ich finde, man sollte also probieren, möglichst einen eigenen Stil zu entwickeln und nicht pur zu kopieren. Wie bist du auf die Musik gekommen? Hast du damals zum Beispiel so ältere Sachen gehört wie, was weiß ich, Grand Funk Railroad oder solche Sachen? Na, auf jeden Fall, also die alten Sachen, so Deep Purple, Led Zeppelin, Grand Funk Railroad, aber ich meine, es sind bei uns nicht die einzigen Einflüsse, wir haben also auch viele modernere Sachen, wie zum Beispiel Dio oder Van Halen zum Beispiel. Ja, eine letzte Frage, dem Michael Schenker hat man es übel genommen, dass er die Haare kurz hatte, du hast auch kurze Haare, das gehört eigentlich nicht dazu, wie findest du das, dass die Fans das nicht akzeptieren? Also ich glaube, über solche Klischees muss man sich wirklich hinwegsetzen, ganz ehrlich. Okay, wir danken euch, Devil Shows, Applaus nochmal und ich gebe rüber zum Werner und zu Steffi.